Es war ein super Spiel heute. Forza hat super gehabt, meiner Gaudeka und ja, freut mich. Ja, vielen Dank, Bischi. Und ich kann das nur unterstreichen, was er gesagt hat. Ich sehe das völlig gleich. Magst du? Ja, freilich. Ja, ja, freilich. Danke nochmal. Und damit willkommen bei Rotterdam TV, die Analyse mit Marc Brabant. Ja, damit wir das aufgreifen von Bischi, was er gesagt hat. Ich habe so verstanden, wie wir sollen einmal durch die Tore durchgehen. Und sollen, ach so. Und sollen einmal seine Tore speziell, das 1:0, mal herzeigen. Ja, fangen wir gleich an. Fangen wir an. Gleich ab in Medias Res. 1:0, Bischofberger. 5 gegen 5, ja, wunderschönes Tor. Und wir haben es auch in der Halle analysiert. Entscheidend dafür war der Druck von Stephen Strong, der da den Verteidiger frühzeitig attackiert. Der wird gezwungen, eine schlechte Entscheidung unter Zeitdruck zu treffen. Die war ganz schlecht, nämlich der Querpass durch die Mitte. Und da hat er gewartet, der Johannes Bischofberger und seinen Freund dann David Matlener, bezwungen mit einem wunderschönen, präzisen Schuss. Genau, das war dann das 1:0 und dann ist ein bisschen diese, ich sage mal, die Strafenmisere für den KAC gekommen. Aber irgendwie heute war der KAC zu ready, die Abwehr zu gut, Florian Vorrauer zu sensationell gut. Ja, Gratulation nochmal zum Shutout an dieser Stelle. Und Spieler des Abends geworden. Ja, na super. Ja, im zweiten Drittel 7 Minuten Unterzahl der KAC. Ich glaube 30, 40 Sekunden sogar 5 gegen 3 Unterzahl gehabt. Unbeschadet überstanden. Und das ist schon kräfteraubend. Und, sage ich gerne noch einmal an dieser Stelle, das ist nicht irgendein Powerplay, das da die Vorarlberger spielen, sondern das ist aktuell vor dem Spiel was Nummer 1 der Liga. Also, dass man das so über die Runden bringt, dieses viele Unterzahlspiel, das ist schon Hut ab. Und das war auch wichtig, weil das Unterzahlspiel hat nicht so bis dato optimal funktioniert. Und da haben alle gewusst, auch die Trainer, da ist Luft nach oben. Und das hat der KAC heute eindrucksvoll bewiesen. Genau, dann waren die Strafzeiten dort vorbei. Und was macht der KAC? Schießt das 2:0. Ja, und so geht es dann. Wunderschönes Tor. Klangfurt setzt nach, auch Postma, der im Vorcheck hineingeht. Und Vorarlberg nicht richtig zugeteilt im eigenen Drittel zu den KAC-Spielern. Und das bedeutet dann für den KAC Raum, Zeit und Platz. Und da sehen wir wunderschöner Pass von Postma und dann rauf ins Glück, ins kurze Kreuzeck. Also David Matlener, der unglaublich gut gespielt hat, aber hier ohne Chance. Genau, hat viele, viele tolle Saves. Ein bisschen Glück haben wir auch mitbekommen, auch gehabt. Davon haben muss man haben als sensationell guter Torhüter. Und der ist jedes Mal willkommen in Klagenfurt, kriegt immer einen Applaus. Also irgendwie, wenn man einmal beim KAC war und erfolgreich, das bleibt dann, glaube ich, ein bisschen für die Ewigkeit. Ja, ist ja schön. Auch wenn man ein anderes Stress anhat, man vergisst nicht, was er da geleistet hat. Die Fans haben applaudiert, also war schön. Und trotzdem, die 3 Punkte bleiben da bei Rot-Weiß. Genau, das passt. Das ist für uns mal wichtig. Das 3:0, da kann David Matlener nichts dafür, weil Antinette, da war er schon draußen auf der Bank, und Matt Fraser. Ja, wichtig. Er hat sich ausgezeichnet in diesem Spiel mit viel leidenschaftlichem Einsatz. Einen Schuss geblockt, dann raus im Sprung die Scheibe in Unterzahl rausgebracht. Und da hat er sich dieses Tor verdient. Er war ja jetzt in der Linie mit Haudum zusammen. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Abstimmung. Aber diese neue Linienzusammenstellung in Summe natürlich bei einem 4:0-Sieg absolut gut gegangen und gut funktioniert. Das beste Heilmittel für einen Stürmer ist ein Tor, wissen wir natürlich. Und von dir angesprochen, Johannes Bischofberger gegen seinen Freund, gegen David Matlener. Einmal hat er noch zugeschlagen und ganz am Ende zum 4:0. Ja, und das einzige Überzahltor hat er dann erzielt, weil da waren ja wirklich vogelwild ganz viele Überzahlspiele auf beiden Seiten. Und die Chance hat er sich dann auch nicht entgehen lassen. Von der Stange dann rein. Wir erinnern uns beim letzten Heimspiel, am Sonntag war es, glaube ich, gell? Da ist es von der Stange noch rausgegangen. Jetzt von der Stange rein. Das ist einmal Glück, einmal Pech. In dem Fall war es Glück. Und somit Doppeltorschütze Johannes Bischofberger. Genau, bei ihm weiß man, er ist eher ein Mann der Tat und nicht ein Mann des großen Wortes. Trotzdem war er bei dir nach dem Spiel im Interview. Bei mir Johannes Bischofberger. Gratulation zu beiden Toren. Gratulation zum Sieg. Wie schön ist es, speziell gegen die Vorarlberger zu treffen? Natürlich schön. Das sind meine Heimatgefährten und ja, speziell gegen den Dave tut es mir ein bisschen leid, aber wir haben eine gute Zeit da gehabt und es war schön.
Schlussendlich dann ein klarer 4-0-Sieg, war aber ein hartes Stück Arbeit. Was war der Schlüssel zum Erfolg heute? Ich glaube, unser Unterzahlspiel, was in den letzten Spielen nicht so optimal gelaufen ist. Ich glaube, wir haben es heute wirklich sehr gut gemacht. Die 5-Minuten-Strafe gut überstanden und ich glaube, das war ausschlaggebend. Ganz viele Überzahl-Unterzahlspiele auf beiden Seiten, vor allem Überzahlspiel. Nur ein Tor durch dich, sonst hat es nicht gereicht. Waren die Torhüter heute zu stark oder woran lag es? Ja, wie gesagt, der Forte hat super gehalten heute, der DFA. Ich glaube, es war ein super Spiel mit zwei guten Torhütern, mit einem besseren Ende für uns. Abschließende Frage, am Sonntag geht es nach Graz. Wie kann man dort bestehen bzw. gewinnen, auswärts? Ich glaube, mit ziemlich vielen Fans, die mitkommen, das freut uns natürlich sehr. Es wird sicher wieder ein hartes Stück Arbeit. Die Grazer sind ziemlich dezimiert, das heißt gar nichts. Wir müssen zu 100% ready sein. Vielen Dank, Johannes, und alles Gute für Sonntag. Dein Applaus. Danke, Johannes Bischofberger. Ja, schön, Marc. Und jedes Mal, wenn die Leute bei dir beim Interview weggehen, sieht man trotzdem ein bisschen Erleichterung und ein bisschen Freude. Na, so streng ist ja das nicht. Also wunderschön und nur noch getoppt von den schönen Bildern des Spieltags. Ja, so schöne Bilder, Marc. Und beim 14:0 sind die Bilder noch ein bisschen vergoldeter, noch ein bisschen schöner. Aber das ist nur mein Eindruck wahrscheinlich. Ich frage an dich, Marc, hast du schon mal am Handy so eine Verzögerung drauf gehabt? So ein Delay hast du das, was dir wohl mal die Stimme später hört? Ja, hin und wieder am Anfang bei der Autofreisprecheinrichtung. Ja. Und einmal ist mir passiert bei Servus TV, es war ein Fiasko. Wie fühlt sich das an? Ja, unglaublich, brutal. Du kannst eigentlich nicht mehr reden. Ja. Weil das alles so im Halalalalala. Schwierig zum Reden, das Schlimmste, was es gibt. Ja. Super, gell? Wir haben eine neue Rubrik, und zwar bei uns das härteste Interview oder der härteste Smalltalk der Welt. Und zwei junge Herren haben wir eingeladen. Luka Gombotz und Tobias Zablatnik. Und das war richtig, richtig hart für die Boys. Ja, willkommen zu unserer neuen Challenge, der härteste Smalltalk der Welt. Heute mit Luka Gombotz und mit Tobias Zablatnik. Die Themen, die sind nicht so hart, aber die Effekte, die wir den Jungs vielleicht drüber spielen werden, die könnten es eventuell in sich haben. So, wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht? Ja, meine erste Urlaub. Kroatien. Und wo? Ja, in Poreč. Was hast du in deinem Urlaub gemacht? Ja, ich hab geschwimmen, Volleyball gespielt. Ja, das war's. Passt. Welche ist deine Lieblingsspiel und kochst du selbst? Was nochmal, bitte? Welche ist deine Lieblingsspiel und kochst du selbst? Mein Lieblingsessen ist Sushi. Das mache ich nicht selber, da gehe ich lieber essen. Und ich koche aber auch gern, ja. Was tust du noch? Kochen. Ich koche gern. Boah.
so. Ein Bowl oder so. So. Wenn du nicht Eishockeyspieler wärst, was wärst du? Ich glaube, Fußballspieler oder so. Also, würdest du einen anderen Sport machen? Ja, sicher. Passt. Welche sind deine Stärken und deine Schwächen? Boah, fang mal mit meinen Schwächen und vielleicht... dass ich manchmal zu ehrgeizig bin oder, weiß nicht, Stärken im Team gut arbeiten oder vielleicht Eishockey spielen, ich weiß nicht. Wie war dein peinlichster Moment bisher? Boah. Ich sehe einige gekauft, aber fällt mir jetzt speziell keiner ein. Welche TV-Serie oder welchen Film magst du besonders gerne? Schwere Frage, aber ich glaube Prison Break ist meine Lieblingsserie. Welche Musikrichtung hast du am liebsten? Boah. Ganz unterschiedlich. Hoch. Von Schlager bis Hausmusik alles. Okay. Welches sind deine Hobbys und warum? Ich gern golfen, Tennis spielen, Playstation spielen, Fußball schauen. Ja. Letzte Frage. Welcher war der schönste Moment in deiner bisherigen Karriere? Wow. Ich glaube, war die erste Tor geschossen. Ja. Passt. Danke. Boah, Alter. Das ist brutal, ich kann nicht reden. Wenn du das hörst, dann kannst du echt nicht mehr reden. Wir entschuldigen uns ganz offiziell noch einmal. Habt's toll gemacht, aber das ist wirklich, wirklich harte Kost. Und da gibt es noch ein paar andere Folgen. Aufpassen, jedes Mal bei uns im Magazin. Ja, Marc, am Freitag geht es weiter gegen Ljubljana. Zu Hause, meinst du? Ja, bei uns, ja. Jetzt bin ich auch mal ein bisschen Experte. Weißt du, was gleich geblieben ist, obwohl wir gewonnen haben? Es gibt eine Sache, die gleich geblieben ist. Ich sage nur 100%, Marc. Nee-Quote immer noch da unten. 100%. 100%. Habe ich verstanden.